Das literarische Quartett kommt heute aus Wien, aus dem wunderschönen, so hat man mir gesagt, ich soll das so nennen, aus dem wunderschönen Palais Harrach, ist ja auch meine Überzeugung. Es nehmen daran teil, wie üblich, Helmut Karasek, Der Spiegel, Hamburg, Sigrid Löffler, Süddeutsche Zeitung, München. Und Marcel Reichernitzky von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Unser Gast, Josef Haslinger. Josef Haslinger war zuerst Philosoph, dann wurde er Essayist und schließlich und vor allem Romancier. Sein Buch ist in vielen Sprachen, wird es erscheinen, japanisch ist es schon erschienen und in Deutschland hat es eine enorme Auflage. Dieses Buch hat den Titel Opernball, ein ganz ungewöhnlicher Romanerfolg der letzten Zeit. Wir besprechen heute wie üblich 5 Bücher und beginnen mit dem Roman Die nackten Masken des Italieners Luigi Malerba. Ja, Die nackten Masken von Luigi Malerba tut, als wäre es ein historischer Roman, angesiedelt in Rom im 16. Jahrhundert, genauer 1522. Ich glaube aber, dass es nicht wirklich ein historischer Roman ist, das ist sozusagen nur die Kulisse. In Wahrheit ist es ein theologischer Thriller. Worum geht's? 1522, der letzte Medici-Papst ist gerade gestorben. Es ist die Zeit, man könnte sagen der Höhepunkt oder der Tiefpunkt des römischen Klerus in seiner Verkommenheit, Korruption, Ämterkäuflichkeit. Es soll ein neuer Papst kommen, zum ersten Mal oder seit langem wieder mal ein Nicht-Italiener, ein flämischer Papst, dem der Ruf eines heiligmäßigen Mannes vorausgeht. Der braucht mehrere Monate, um in Rom anzukommen. Währenddessen beginnt dem Kardinalskollegium davor zu grausen. Sie haben nämlich Angst, dass der tatsächlich Reformen durchführen könnte und das wäre schlimm. In Wahrheit geht es eigentlich um ein großes Duell zwischen zwei dieser römischen Kardinäle, beide korrupt. Beide eifern um ein Amt. Sie möchten eine besonders lukrative Pfründe, ich glaube, es ist Kämmerer, den möchte sie beide werden. Und sie schrecken vor nichts zurück, um dieses Amt für sich zu erbeuten. Im Grunde wollen sie eigentlich beide einander aus dem Wege räumen. Wie macht man das in Rom im Jahre 1522? Der eine ist sozusagen professionell, er heuert einen Killer, einen sogenannten Bravo. Der andere macht es irgendwie raffinierter, wo aber dann der Ausgang nicht ganz so sicher ist. Er versucht nämlich seinen jungen Diakon, ein frommes, kleines, junges Mönchlein, dazu zu bewegen, den Kardinalsrivalen aus dem Wege zu räumen. Wie macht man das nun, dass man einen Mönch dazu kriegt, dass er einen Kardinal killt? Das wird ganz raffiniert gemacht. Dem Jungen wird eingeredet, er sei vom Teufel besessen und daher sei es also auch sei er daran nicht schuld, wenn er einen Kardinal umbringt, denn es sei ja der Teufel in ihm, der das tue. Der Junge wiederum, der das gar nicht machen will, versucht eine Gegenstrategie, die auch nicht unclever ist. Zuerst einmal will er in Abrede stellen, ob er überhaupt vom Teufel besessen ist. Nachdem ihm das nicht gelingt, versucht er Folgendes. Er versucht, sich heimlich exorzieren zu lassen. Denn wenn er exorziert ist, kann er diesen Mord auch nicht mehr ausführen. Also es geht eigentlich um die unglaublichen sophistischen Raffinessen, wie man jemanden dazu bewegt, einen Mord zu begehen, den er nicht will. Den Schluss werde ich nicht verraten. Ja, Frau Löffler, Sie haben gesagt, es sei nur scheinbar ein historischer Roman. Es gibt ja sogar eine Anspielung, dieser Papst wird einmal in einem Zeitsprung gesagt, ist der für lange Zeit erste ausländische Papst. Richtig. Damit wird auf Wojtyla angespielt. Ganz eindeutig. Ganz eindeutig. Ich habe bei diesem Roman eigentlich gedacht, es ist auch eine Satire auf die heutigen italienischen Zustände. Es ist eine Verkleidung auf die heutige italienische Politik, wo ja ein Ministerpräsident in der Tat wegen Mord für Mafiataten angeklagt ist. Ich meine, einer der mächtigsten Politiker Italiens steht wegen Mord tatsächlich vor Gericht, unter anderem. Und insofern wird diese Renaissancezeit durchaus mit der heutigen in eins gesetzt. Was mir an dem Buch sehr gefallen hat, es ist sehr elegant, es ist sehr witzig geschrieben und es hat einen wirklich wunderschönen Diskurs darüber, dass der Teufel
in der Welt notwendig ist. Zuerst denkt man, der eine Kardinal, der diesen besessenen Diakon hat, von dem denkt man, ja mein Gott, ist das ein großzügiger Mensch, der ermutigt seinen Diakon, nicht zu heilig zu sein. Und dann stellt sich heraus, er will ihn genau auf diese Weise zu seinem Werkzeug machen. Mhm. Und das finde ich also den spannenden Zug an diesem Roman. Ich möchte betonen, ich habe ihn nur in der Übersetzung gelesen. Diese Übersetzung hat mich aber sehr, sehr erfreut, weil sie von einer großen Eleganz ist und weil zwischendurch Stilelemente kommen, wo wirklich in der Sprache der Renaissance gesprochen wird, ja. Sind ab und zu so Zitate eingeschoben, ja, so die aus der damaligen Zeit kommen. Beobachtungen über die Pest, über die Papstwahl. Im Übrigen habe ich über diesen Papst Hadrian IV. Nachgeschlagen und erfahren, dass er die Simonie, also diese Ämterhäufung und Ausbeutung der Ämter, bekämpfte und die Gottlosigkeit, dass er aber nach wenigen Monaten schon diesen Kampf angesichts der Verfestigung des Klerus in Rom aufgegeben hat. Und vor allem, dass er im Jahr drauf gestorben ist. Ja, war er tot. Ich würde die Parallelen zur Jetztzeit nicht überstrapazieren. Man kann sagen, ja, das allgemeine Klima, das drängt sich auf. Es gibt gerade in Italien den Kampf um die Macht in verstärktem Maße in den letzten Jahren. Dennoch, der Roman drängt Parallelen nicht auf. Er bleibt schon in seinem Bereich und dieser Bereich, wenn man ihn sozusagen auf heute anwenden kann, dann denke ich, das Zentrum dieses Romans ist, es ist ein Roman über die Macht. Mhm. Ein Roman über die Macht und zwar über die Frage, inwieweit die Macht ein in sich geschlossenes System darstellt, das mit Sprache nicht zu überwinden ist, wo sozusagen der aufklärerische Impetus scheitert. Und darum ist diesen Gesprächen zwischen dem einen Kardinal und seinem Diakon Baldassare so besonders breiter Raum gewidmet. Das zieht sich über Kapitel und Kapitel und kommt immer wieder. Und über die Sprache kann der Diakon sich dieser Macht nicht entziehen. Er versucht immer wieder auf andere Weise zu fliehen. Er versucht sozusagen aus diesem Machtsystem auszubrechen, indem er eben sich sozusagen vom Teufel befreien lässt. Ja? Aber das gelingt ihm nicht. Und er hat keine Möglichkeit, innerhalb der Sprache auszubrechen. Und das ist, glaube ich, das Zentrum des Romans. Denn die andere Geschichte, dass der andere heuert ja eigentlich einen ganz normalen Straßendieb an und das geht relativ... Ja, über die Folter überprüft er, wie zuverlässig er ist. Und so. Ja. Verzeihung. Aber meinen Sie nicht auch, Herr Haslinger, dass die historischen Parallelen, wir wollen sie nicht überstrapazieren, aber der Reiz an so einem historischen Roman ist doch sehr wohl die Lesbarkeit auf verschiedenen Ebenen. Ja, sonst hätte er keine Brisanz. Und, aber ich denke, dass man ihn nicht zu sehr jetzt einfach auf die Jetztzeit in Italien projizieren sollte. Ich glaube, er hat bei allen autoritären Systemen, die sich eine eigene Sprache geschaffen haben und sozusagen in sich abgeschlossen sind, seine Bedeutung. Man könnte vielleicht so sagen, mit kommunikativem Handeln kann man hier keinen Freiraum schaffen. Ja, ich habe bei historischen Romanen ein Problem. Ich denke immer... Ich überprüfe immer, ob ihm Fehler unterlaufen, sozusagen. Ich denke immer, wo sind die Anachronismen? Ich finde es nicht ganz unwichtig, wenn ich auf einmal sehe, dass der Kartoffeln mitbekommt, als er sich versteckt. Natürlich gab es die Kartoffel schon, aber ich weiß nicht, ob es sie in Italien gab. Also solche Sachen, die... Aber es kann doch auch sein, dass er mit den Anachronismen absichtlich spielt. Ja. Das könnte sein, ja. Ich glaube nicht, dass die Anachronismen so furchtbar wichtig sind. In Shakespeares Julius Caesar gibt es eine Turnuhr, die schlägt 8 oder 12 Mal. Ja, es hat Turnuhren im alten Rom nicht gegeben. Das war vor Erfindung des historischen Bewusstseins. Na gut. Shakespeare hatte noch kein historisches Bewusstsein. Also zur Sache kehren wir zu dem Roman zurück von Malerba. Ich muss mit einem Bekenntnis beginnen, mich zu einer furchtbaren Bildungslücke offiziell bekennen. Ich habe noch nie im Leben ein Buch von Malerba gelesen. Dies ist das erste. Und ich sehe, ich habe einen großen Fehler gemacht, denn dieses Buch gefällt mir ganz außerordentlich. Das ist ein hochinteressanter Roman.
Zunächst, ganz sicher hat Herr Haslinger recht, dass man nicht jede Einzelheit da auf die, als Parallele zur Jetztzeit betrachten soll. Es ist zunächst mal ein Roman über die Macht, wie Sie sagten. Es ist ein Roman über die Kirche auch, das wollen wir mal nicht auslassen. Die Panik unter den Kardinälen besteht doch darin, dass der Grund der Panik, dass ein neuer Papst gewählt wurde, der ist noch nicht da, der Flame, der ist weit weg, noch in Spanien, es wird dauern, bis er kommt, aber es kommt ein Gerücht über den Papst, etwas Schreckliches, das die Kardinäle in Panik bringt, nämlich dieser Papst. Ich finde fabelhaft, dem anderen immer die Schlusspunkte wegnehmen, Herr Karasek, er glaubt an Gott. Das ist, nein, nein, das ist nicht auf so eine Idee, einen solchen Roman zu schreiben, in dem man befürchtet, der Papst könne an Gott glauben. Ist noch vor Malerba, so viel ich weiß, noch keiner gekommen. Zweitens, ihr alle habt hier über den Roman sehr schön gesprochen, ist alles richtig. Aber keiner hat erwähnt, dass da Frauen auftreten, Sexualität und Erotik eine wichtige Rolle in dem Roman spielt. Und diese Frauengeschichten, wie die Geistlichen mit den Damen da schlafen, das sind Huren meist übrigens, ist schon glänzend geschrieben. Hier wurde gesagt... Man nennt das etwas vornehmer, glaube ich, Kurtisanen oder Konkubinen. Ja, ich wollte den... Sie machen es immer vornehmer als ich, das weiß ich. Kurtisanen, sehr schön. Aber hier, ja, er sagt es sehr direkt. Ich wollte den Leser nicht den Mund wässrig machen mit falschen Versprechungen, denn die Sexualität spielt eine minimale Rolle, wirklich. Also wer es deswegen kauft, aber Herr Karasek, deswegen kauft, für mich spielt sie eine große Rolle, ja, in dem Roman. Nicht nur eine minimale, sondern auch eine sehr vorhersehbare Rolle. Ja, also das mit der Sexualität vorhersehbar ist der Verlauf der Prozedur immer. Das ist schon wahr. Es gibt da auch... Im Roman... Auch ein Thriller, ein Kirchenthriller, oder ich glaube, es ist ein theologischer Thriller. Ein theologischer Thriller. Eigentlich ein intellektuelles Duell zwischen zwei Männern. Die Dialoge sind herrlich. Ich verstehe überhaupt nicht, warum dieser Malerba keine Theaterstücke geschrieben hat. Ich glaube, er hat keine. Er ist ein Meister des Dialogs. Die Dialoge sind herrlich. Und wir wollen nicht... Herr Karasek hat schon gesagt... Für den Film. Für den Film habe ich gearbeitet. Herr Karasek hat gesagt, die Übersetzung ist gut. Dann wollen wir mal sagen, dass die Übersetzung von Iris Schnebel-Kaschnitt stammt. Mhm. Übrigens in Klammern gesagt, der Tochter von Marie-Louise Kaschnitt. Das ist eine herrliche Übersetzung. Ich habe nichts gelesen, ich kann auch nicht Italienisch oder zu wenig, aber Deutsch klingt das fabelhaft. Ja, sie hat so wunderschöne frühbarocke Passagen drinnen, die ganz köstlich sind. Ne? Und aber warum der Titel, der wörtlich übersetzt die Masken heißt, die nackten Masken heißen muss, habe ich nicht verstanden. Ja, ich auch nicht. Der Titel muss irgendeinen Sinn haben. Man wollte etwas Ähnliches machen wie Reich Ranitzky. Ja. Man wollte den Lesern sagen, es, Vorsicht, es handelt sich um einen sexuellen Roman. Wobei nackte Maske ein schönes Oxymeron ist, also ein Gegensatz in sich selbst. Eine Maske ist ein... ist nie nackt. Unter einer Maske ist man nicht nackt, sondern versteckt und angezogen. Ja. Also irgendwas ist damit gemeint, aber es ist überflüssig. Ich merke wieder, mein Freund Karasek ist immer gegen die Sexualität in den Romanen. Nein. Er glaubt, die Sexualität ist nur um der Fortpflanzung willen da. Bitte? Herr Haslinger, Sie haben doch genickt vorher. Ist es nicht wirklich so, dass das eine erbärmlich kleine Rolle in dem Roman spielt? Naja, es ist so, dass wieder meiner Ansicht nach der Diskurs über die Sexualität und wie man die Sexualität im Grunde, die ja völlig inkompatibel ist jetzt mit dieser kirchlichen Lehre und Kardinäle und so, wie man das trotzdem mit einbezieht, das steht im Vordergrund. Ja. Die sexuellen Akte selbst, naja, die spielen wirklich nur eine ganz unbedeutende Nebenrolle. Aber dass die Herren alle, diese Geistlichen, mit Damen schlafen, was sie dabei haben sie anderes erwartet? Natürlich habe ich anderes erwartet. Dieser eine Kardinal hat eine Konkubine, mit der er eine Zeit lang auch zusammenlebt und hier hat schon der Leo X. ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht, indem er diese Lebensgemeinschaft zerstört hat. Er konnte sie nicht bei sich behalten, aber kennengelernt hat er sie auf einem Maskenball. Der Kardinal spielt den Teufel und die Konkubine, die spielt die Maria Magdalena, nicht? Und vielleicht, ich habe das nackt gedeutet in bloße Masken, also in entblößte Masken in diese Richtung. Aber wissen Sie, Herr Haslinger, eine Sache ist an dem Roman noch interessant. Wie dieser Autor mit Farben spielt,
mit den dekorativen Elementen. Das sind doch alles Verfremdungselemente, die diese dargestellten Gefühle, Hass, Neid, Habsucht und so weiter, in einem anderen Entourage zeigen. Das ist eigentlich fabelhaft. Und mit der zeitgenössischen bildenden Kunst, also ja. Susanna im Bade, die auch auf dem Titelblatt, im, auf dem Umschlag im Original abgebildet ist im Ausschnitt, spielt als Metapher oder als Bild oder als Gleichnis in dem Buch eine große Rolle, wo die beiden Alten Susanna im Bade belauschen und dann verleumden, bis sie von David gerettet wird. Bevor wir mit dem Roman abschließen, das müssen wir gleich tun, will ich eins noch sagen. Eigentlich wäre ich glücklich, wenn in deutscher Sprache Romane mit so viel Leichtigkeit, Humor, Charme. Das würde ich nicht sagen, wenn ein Autor neben einem sitzt. Aber ich meine, von den Anwesenden rede ich nicht. Über Herrn Haslingers Roman Opernball haben wir enthusiastisch im literarischen Quartett. Und haben geredet. Gesagt, dass die Italiener sowas nicht haben. Die haben auch ein Opernhaus, nicht nur in Wien gibt es eins. Also, Freunde, das wäre es soweit. Jetzt kommen wir zu Bernhard Schlinks kleinem Roman Der Vorleser. Bernhard Schlink ist seinem Beruf nach eigentlich Jurist, und zwar Universitätsprofessor. Und er hat 3 Kriminalromane geschrieben. Selbst Justiz 1978, dann die Gordische Schleife, so hieß der zweite Roman, und der dritte Roman Selbst Betrug. Selb ist ein Mann, der diesen Romanen auftritt. Das waren Kriminalromane. Und nun kommt ein vierter Roman, Der Vorleser. Der hat auch Züge eines Kriminalromans und doch ist es mehr. Denn das Verbrechen, um das es geht, ist nicht irgendeines der Alltagskriminalität, sondern es geht um die Mitbeteiligung am nationalsozialistischen Programm der Judenermordung. Der Roman beginnt, hat 3 Teile. Er beginnt als Liebesgeschichte. Das ist die Geschichte eines 15-jährigen Gymnasiasten, der eine Liebesaffäre mit einer 36-jährigen Straßenbahnschaffnerin hat. Spielt in Heidelberg, unverkennbar, angesiedelt 1958. Die Liebesaffäre hat ein paar Merkwürdigkeiten. Die eine besteht darin, dass vor dem Liebesakt der junge Mann dieser Frau aus Büchern vorliest. Es gibt noch andere Merkwürdigkeiten, wovon vielleicht eine auffällt. Einmal kriegt er eine mit dem Riemen ins Gesicht geschlagen. Und dann verschwindet die Frau ganz plötzlich aus seinem Leben. Sie reist ab und ist nicht mehr auffindbar. 10 Jahre später, der junge Mann ist inzwischen Jus-Student, würden wir in Österreich sagen. In Deutschland heißt es Jurastudent. In Österreich kennt man offenbar nur ein Recht. Und sein Seminar beobachtet einen der Nebenprozesse, der Frankfurter Auschwitz-Prozesse. Und zwar geht es um Aufseherinnen im KZ Auschwitz und um die Tötung von Menschen bei der Evakuierung, denen die mögliche Flucht vor einer Brandkatastrophe verhindert wurde. Und da taucht plötzlich diese Frau wieder auf. Er beobachtet sie und schöpft einen Verdacht. Und man muss es, glaube ich, jetzt, man muss alles dazu sagen, sonst können wir das Buch nicht richtig diskutieren. Aber den Ausgang der Handlung werden Sie nicht sagen. Man muss das vielleicht dann auch, ja, man muss es sagen. Er hat den Verdacht, sie ist Analphabetin, aber er kann das und in den Gerichtsprozess nicht einbringen. Die Frau wird zu lebenslang verurteilt und sie benimmt sich ganz merkwürdig bei diesem Prozess, weil sie nämlich Anschuldigungen auf sich nimmt, die eigentlich von der Anklage her gar nicht beweisbar wären. Sie nimmt also mehr auf sich, als sie müsste. Der Junge, im dritten Teil sind wir jetzt. Der Mann ist inzwischen, hat sein Studium abgeschlossen, hat eine gescheiterte Ehe hinter sich und kommt von dieser Frau nicht los. Nämlich von dieser ehemaligen Geliebten nicht los, die im Gefängnis sitzt. Und er macht etwas, was er schon als junger Mann getan hat. Er liest ihr vor. Diesmal liest er die Bücher auf Bänder und schickt sie ihr ins Gefängnis. Später wird die Frau, irgendwann ist die Gefängnisstraße abgelaufen, und der Mann hat aber, ja, man muss es sagen, keine Chance mehr, sie wiederzusehen, weil sie sich in der Zelle erhängt.
Das ist doch jetzt der ganze Roman referiert, aber ich muss es machen, weil es doch um einige Dinge geht, die auf symbolischer Ebene im Nachhinein umso bedeutsamer werden. Der Roman ist spannend geschrieben, ist gut geschrieben, man merkt, hier ist ein versierter Autor am Werk, man hat eigentlich keinerlei Probleme mit dem Stil. Er ist geschrieben aus der Erinnerung heraus und hat gleichzeitig eine Reflexionsebene immer wieder eingebaut, aber ohne dass die beiden sich wirklich stören. Und da gibt es zwei Dinge, die sehr eigentlich jetzt auf dieser Reflexionsebene sehr hervorgehoben werden. Das eine ist, kann man zwischen Verstehen und Verurteilen einen Zusammenhang herstellen. Ja, also wenn ich etwas verstehe, bin ich unfähig, so suggeriert der Roman, dieses Verbrechen zu verurteilen. Wenn ich es verurteile, bin ich unfähig, es zu verstehen. Ein zweites Thema, das sehr stark im Vordergrund steht, ist das der zweiten Generation, also in dem Fall der 68er, in Österreich wären es vermutlich eher die Leute aus der Waldheim-Bewegung, nämlich jener Generation, die das Mittätertum oder das Geschehen lassen oder das Zusehen ihrer Väter und Mütter verurteilt hat. Und hier kommt ein Vorwurf, der man in letzter Zeit sehr häufig hört, nämlich den Vorwurf der Selbstgerechtigkeit dieser Verurteilung dieser Generation. In Österreich würde man sagen, das ist der Vorwurf der gnadenlos guten Menschen, die sich moralisch darüber hinwegsetzen und sich selbstgerecht besser fühlen. Frau Löffler, sind Sie einverstanden mit dem Urteil, das so wie das der Herr Haslinger referiert hat, glaube ich, ist es sehr fair. Gleichwohl habe ich mit diesem Roman die größten Probleme gehabt, das muss ich einfach sagen. Ja. Er ist mir außerordentlich problematisch vorgekommen aus folgendem Grund. Er suggeriert, dass dieser Fall ein paradigmatischer, ein beispielhafter Fall sei, der eine allgemeine Gültigkeit hätte. Nämlich, dass man jemanden liebt, den man nicht kennt, der sich später als ein Verbrecher herausstellt und womit man sich selbst, weil man ihn geliebt hat, ohne ihn zu kennen, mitschuldig macht. Also dieses Gefühl des jungen und nicht mehr ganz so jungen Mannes, da mitschuld zu sein in irgendeiner Weise, zieht wie ein roter Faden durch diesen ganzen Roman. Jetzt würde ich doch meinen, dass dieser Fall, der hier referiert wird, das abstruseste, abartigste, konstruierteste ist, das man sich überhaupt vorstellen kann. Analphabetismus ist schon mal ein Thema, das hier auch als eine Art Entschuldigung eingeführt wird, denn die Frau, es geht gar nicht so sehr um die Verbrechen, die sie als KZ-Aufseherin begangen hat, sie kann das gar nicht mehr so schuld sein, weil ihr ein solches Unrecht in diesem Prozess passiert. Also eigentlich ist die ganze Strategie des Romans eine der Relativierung von Schuld durch diesen Analphabetismus und der zweite durch diese Liebesgeschichte. Zum dritten ist diese Frau im dritten Teil im Gefängnis wird sie geradezu eine Heroine, die nämlich zu ihrer eigenen Läuterung diesen Gefängnisaufenthalt auf sich nimmt. Alles das sind für mich zutiefst dubiose und fragwürdige Strategien. Liebe Frau Löffler, Sie haben mit allem, was Sie eben gesagt haben, mit Sicherheit recht. Ich bin mit allem einverstanden. Nur, es gibt in diesem Roman einen Gedanken, den wir nicht so aufsparen sollten. Nämlich, da ist einer Student, Jurastudent, und lernt über die KZ-Fälle und KZ-Verbrechen alles Mögliche, die bare Theorie. Und plötzlich sieht er den schuldigen Menschen und der schuldige Mensch ist eine Straßenbahnschaffnerin, mit der er, dieser Student, während seiner Pubertät ein langes Verhältnis hatte. Also es ist seine Geliebte und sie ist außerdem durch die Bildung gehandicapt. Ja. Entschuldigung, Frau Löffler. Das sind lauter Entschuldigungsgründe. Nein, ich bin mit einem Punkt bei Ihnen gar nicht einverstanden. Ich will den auch benennen. Ich glaube nicht, dass der Roman so tut, als würde er das paradigmatisch als Beispiel nehmen. Doch, das sondern kann ich das Ihnen ist nachweisen. Ein überwältigendes Erlebnis. Und ich möchte ein unlauteres Argument anwenden. Ich habe gedacht, der Roman ist eine autobiografische Beichte. So nah kommt er mir. Und ich will jetzt auch sagen, was mir fast wichtiger ist als dieses Paradigma. Das ist eine sehr gute Schilderung darüber, wie ein Junge, 16 Jahre alt, das Glück hat, eine reifere Frau zu finden, die ihn in die Liebe einführt. Und das ist ganz wunderbar geschildert. Mit diesen Irritationen, diese Irritation, die sich später erklären, Herr Haslinger hat es benannt, sie schlägt ihn irgendwann mal, sie ist jähzornig, weil sie nicht
dekouvriert werden kann als Analphabetin. Aber während man das sagt, erfährt man im zweiten und dritten Teil, der Mann ist unglücklich durch diese Liebe. Sie hat ihm nämlich damals die Augen geöffnet. Er guckt die jungen Mädchen an, offener wie seine Klassenkameraden. Er weiß, was Sexualität ist, er weiß, was Liebe ist, er weiß, was eine Beziehung ist. Und auf einmal im Alter ist er durch diese Beziehung vernagelt und versperrt. Ja. Sie macht ihm seine Ehe kaputt. Alle Beziehungen scheitern und finden nur im Vergleich dazu. Vollkommen d'accord. Ja. Aber das kann doch jede Beziehung zwischen einer älteren Frau und einem entscheidend jüngeren Mann. Schon dafür ist das Buch sehr interessant. Aber warum muss die ausgerechnet noch eine KZ-Wärterin sein? Augenblick mal. Wir wissen, das wie diese KZ-Wärterinnen ausgeschaut haben aus dem Majdanek-Prozess. Das waren keine schönen jungen Frauen, nein, nein, die außerdem noch das Handicap hatten, dass sie nicht so gebildet waren. Der Ausgangspunkt ist doch nicht eine Geschichte mit einer älteren Frau und das ist eine KZ. Aufseherin, sondern umgekehrt. Er wird die Geschichte mit einer KZ-Aufseherin erzählt. Das ist der Ausgangspunkt der Handlung. Ich glaube, dass ich finde Karasek die Verknüpfung dubios. Ja, Karasek hat recht. Es ist ein hochbeachtlicher, hochinteressanter Roman der ersten Hälfte. Nur, dieser Autor war dem Stoff und Thema nicht gewachsen. Ich bin nicht mit Ihnen, Herr Haslinger, einverstanden, dass die Sprache in Ordnung ist. Die Sprache ist dem Thema nicht gewachsen, solange er diese Geschichte des pubertierenden Knaben mit der erheblich älteren Frau schildert, ist das recht überzeugend. Im Augenblick, wo der Prozess kommt und wo sie im Gefängnis ist, das alles, da ist er nicht mehr der Sache gewachsen. Da möchte ich mich auch noch einmal zu Wort melden. Ich bin dem Roman eigentlich mit Interesse und Spannung und Anteilnahme gefolgt und doch hat er einen lauen Nachgeschmack hinterlassen. Und warum? Das ist den Grund, der liegt zum Beispiel überhaupt nicht in der schön erzählten Liebesgeschichte des ersten Teils. Der beginnt dann mit den Reflexionsebenen im zweiten und dritten Teil. Zunächst einmal Folgendes. In diesem Buch wird angesprochen ein Film wie Schindlers Liste. Ja? Also es werden angesprochen verschiedene Bearbeitungen dieses Themas im Film zum Beispiel, aber es könnte natürlich auch Literatur sein. Das heißt, er sagt, früher hatten wir nur die Bilder des befreiten Bergen-Belsen und wir konnten uns nichts dazu denken, dies waren die erstarrten Bilder. Mhm. Und jetzt wird das Ganze lebendig gemacht, jetzt wird Fantasie hineingebracht in diese Bilder. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, das ist nicht zu verhindern. Also mit der Historisierung dieser Ereignisse, mit dem Fernerrücken, in dem neue Generationen sich dieser Themen annehmen, die das gar nicht mehr erlebt haben, ist das auch zwangsweise gegeben. Das heißt, diese Themen werden mit Fantasie belebt. Das ist kein Vorwurf an das Buch, sondern es ist das, was dieses Buch meiner Ansicht nach richtig macht, dass er sich das traut. Das ist auch der Mut dieses Buches, solche Konstellationen herzustellen. Ja, aber dann, mein Punkt ist folgender. Dann irgendwann auf der reflexiven Ebene wird das Ganze ins Allgemeine gehoben. Da geht es plötzlich nicht mehr um diesen jungen Mann und diese 20 Jahre oder ältere Frau, sondern es geht plötzlich um Generationen. Es geht um die Elterngeneration und es geht um die junge Generation. Herr Haslinger, können wir das nicht kurz fassen und sagen? Und dann Stoff. Da hat aber diese Frage des Analphabetismus plötzlich eine andere Bedeutung. Dann ist es nicht mehr die Frage eines Einzelnen, der analphabetisch ist und das nicht merken lassen will und deswegen von einem Betrieb sich zur SS meldet, damit er nicht schreiben und lesen muss, sondern dann kriegt es plötzlich die symbolische Ebene, als hätte dieser Analphabetismus überhaupt eine Bedeutung zur Beurteilung dieser Täter. Lieber, darum so geht es doch. Der erste Teil von den drei Teilen ist der überzeugendste, ist am besten geschrieben. Dann wird der Roman immer zweifelhafter. Sie sprachen von der reflexiven Ebene, wo der Autor doch versagt. Er hat sich schon was sehr Wichtiges vorgenommen, hat es teilweise geschafft, aber es ging über seine Möglichkeiten hinaus, ein solches. Also man soll doch mal ehrlich sagen, dieses parataktische Konstrukt, das er uns da abliefert, das ist eine ziemlich trockene Juristenprosa, die er schreibt, auch in dem Liebesteil. Love-Story ist gar nicht so trocken. Lassen Sie mal Juristen bestehen. Kafka und Kleist sind nicht die schlechtesten Autoren, obwohl sie eine sehr juristische Prosa schreiben. Ich glaube sogar, dieser Goethe war auch Jurist. Auch Jurist, ja nebenbei. Also Freunde. Nicht alle Juristen sind Goethes. Ja, gut. Na,
Oh, das ist eine neue Einsicht. Ja, ist das es. Das freut mich. Also Herr Schlink, ich habe gedacht, alle Juristen schreiben wie Goethe. Also, Freunde, wir müssen zum nächsten Thema übergehen. Das Buch von Viktor Klemperer. Viktor Klemperer, 1881, geboren in Landsberg an der Warthe, 1961 oder 60 gestorben. Romanist in Dresden, schon gegen Ende der Weimarer Republik ein bekannter Romanist. Jude, verheiratet, sehr wichtig, mit einer Nichtjüdin. Dies ermöglicht ihm zunächst, in Deutschland nach 1933 zu bleiben, in der Hoffnung, es wird irgendwie möglich sein zu überleben. Er hat diese 12 Jahre schließlich bis 1945 überlebt, hat sehr viel gelitten und dank der Frau und ihrer Hilfe überlebt. In dieser Zeit hat er von Anfang an ein Tagebuch geschrieben, ein enormes Tagebuch, das in einer gekürzten Fassung, Wiederholungen und Ähnliches, wurde weggelassen, wie im Nachwort gesagt ist, etwa 1500 Seiten umfasst. Dieses Tagebuch ist ein vollkommen ungewöhnliches Werk und wie mir scheint ein eminent wichtiges Werk. Es ist, wir werden nachher von einem anderen Tagebuch sprechen, nämlich jenem von Thomas Mann. Das Buch von Thomas Mann ist der Roman eines Menschen. Das ist der Roman einer Epoche. Der Roman einer Epoche von Klemperer, glänzend geschrieben. Es ist ein Philologe, der schreiben kann. Kein großer Poet, weiß Gott nicht, aber er kann sehr exakt schreiben und er beschreibt, was sich damals abgespielt hat, aus der Sicht eines Opfers, die Details der Epoche. Und das ist umwerfend. Ich habe derartiges noch nicht in deutscher Sprache gelesen. Ich habe da noch einiges dazu zu sagen, aber vielleicht... Ja, es ist, für mich ist das eins der ungeheuerlichsten Bücher, die ich je gelesen habe. Und ich habe mich viel mit Nationalsozialismus beschäftigt, aber dieses Buch wird vermutlich vieles von dem, was ich so als Vorstellung habe, über den Haufen werfen. Denn plötzlich habe ich, gab es lokale Unterschiede, das kann ich alles nicht beurteilen, aber dieses Buch wird die Geschichtswissenschaft zweifellos beschäftigen. Da werden im Laufe der Jahre die Schikanen immer größer. Schließlich werden viele wandern aus. Schließlich werden die, die übrig geblieben sind, werden drangsaliert. Es wird das Leben immer mehr eingeschränkt. Schließlich werden sie abgeholt. Und einer bleibt übrig im Judenhaus. Und dieser eine, der sich fast nirgends mehr hinbewegen kann, aber es doch machen muss, Nahrung besorgen und so weiter, der stößt kaum auf Antisemiten. Das ist das Unglaubliche. Ja, langsam. Er stößt nicht auf Antisemiten, aber er zeigt uns etwas, was in der Literatur so noch nie gezeigt wurde. Er widerlegt alles Gerede. Man hat in Deutschland nicht gewusst, was mit den Juden geschieht. Ja, das ist wahr. Eins hat man nicht gewusst. Die Vergasungen waren einen minimalen Prozentsatz der Bevölkerung. Moment, bekannt. Also das, glaube ich, widerlegt der Viktor Klemperer in einer unerhörten Weise. Ich habe nämlich genau geschaut, wann kommt zum ersten Mal das Wort Auschwitz. Das kommt im März 1942 erwähnt, da ist zum ersten Mal, man muss wissen, wie isoliert der Mann war. Er hat nicht mehr mit Arien verkehren dürfen, nur noch mit den Juden, die immer mehr abgeholt wurden. Kein Radio. Kein Radio, er durfte nicht Zeitung lesen. Keine Bibliothek. Nichts. Also er war abgeschnitten von den Informationen und trotzdem hat er 1942 schon gewusst, schreibt er in Auschwitz, es gibt ein Lager im Osten, das soll ganz furchtbar sein, es heißt Auschwitz irgendwo in Oberschlesien. Dann kommt immer mehr und immer genauer wird es beschrieben und das, was mich wirklich total frappiert hat, er schreibt im Oktober 1944, von Soldatenberichten wissen wir, Auschwitz, das ist das größte und bestfunktionierende Schlachthaus überhaupt. Wenn man zusammenrechnet, werden dort wohl und in den anderen Lagern 6 bis 7 Millionen Juden erschossen und vergast worden sein. Im Oktober 1944 hat dieser Mann das gewusst. Ja, dennoch ist etwas anderes, was mich am tiefsten getroffen hat. Darf ich bitte einen scheinbaren Abweg machen? Mich stört bei Theateraufführungen immer, wenn das Gretchen gleich in der ersten Szene so verhärmt ist, als wüsste sie, was ihr bevorsteht. Das Aufregende an diesem Buch ist,
dass man Geschichte erlebt von Tag zu Tag. Ja. Der Mann wusste wirklich nicht, als er 33, sagt er, vielleicht kann ich als Frontkämpfer Professor bleiben. Vielleicht wird man das nicht machen. Und dann kommen so hellsichtige Momente, wo er sagt, die Nazis werden nur kurz da sein, was vor der Geschichte ja richtig ist, aber sie werden uns mit ins Unglück und vernichten. Also diese Erkenntnisse, diese Reflexion gegenüber dem, was er noch nicht weiß, und das ist so aufregend, man erlebt Geschichte nicht von hinterher, wo jemand sagt, und dann begann das, der Röhmputsch. Er schildert den Röhm, alles in der Entwicklung mit einem Scharfsinn, mit der nötigen Unsicherheit, das ist das eine Große an dem Buch. Das Zweite ist, und jetzt komme ich zu einem politischen Skandal, den das Buch hervorgerufen hat. Martin Walser hat das Buch hat posthum in München einen Preis bekommen. Sophie-Scholl-Preis. Und Martin Walser hat eine Laudatio gehalten. Und von dieser Laudatio war bald zu hören, sie sei politisch nicht korrekt. Viktor Klemperer ist insofern politisch auch nicht korrekt, da er zu den sozusagen deutschnationalen Juden fast zu rechnen ist. Es ist da zu lesen in dem Buch, diese Enttäuschung, sagt er, ja, wenn der Faschismus in Italien stattfindet, unter diesen halbgebildeten Südländern, aber doch nicht bei einem Kulturvolk wie den Deutschen. Ja, er sagt immer wieder... Was ist ihm da vorzuwerfen? Nein, nichts ist ihm vorzuwerfen. Ich schildere nur, dass ein Mann nach... Eigentlich klar geworden, wenn man den ersten Band liest, wo man eigentlich auf jeder Seite sagen möchte, Junge... im jüdischen Rassismus und insofern setzt er ihn gleich mit dem Nationalsozialismus. Also das ist seine besondere politische Haltung. Er hat sich selbst aber auch gar nicht als Jude gesehen. Er hat sich als Deutschen gesehen. Naja, nur und er wird im Laufe der Jahre belehrt. Er wird von Hitler zum Juden gemacht. Ja. Und das empört ihn. Und deshalb will er hier bleiben, weil er sagt, die Nazis sind eigentlich schlechte Deutsche. Ich bin der gute Deutsche. Ja, natürlich. Zwei besondere. Darf ich noch auf eine Kleinigkeit auf? Machen. Was für mich, das alles ist richtig, aber diese beiden Bände sind so reichhaltig, dass man andere Dinge auch sehen kann. Für mich war ist eine Sache in dem Buch umwerfend. Er zeigt, wie Juden schikaniert wurden. Und zwar konkret. Und da waren auch Dinge, von denen ich nichts gewusst habe. Ich habe bis Ende 38 in Berlin gelebt. Von einem bestimmten Augenblick an durften Juden keine Haustiere haben. Kein Hund, keine Katze. Von einem bestimmten Augenblick an durften Juden zu keinem Friseur gehen. Aber das Volk hat nichts gewusst. Aber alle Friseure haben wohl in Deutschland gewusst, dass Juden zu Friseuren nicht gehen dürfen. In Dresden dürfen Juden auf die Elbdampfer nicht gehen. Auch das ist verboten. Er zeigt eine Fülle solcher Details. Nicht mehr ins Kino auf einmal. Nicht natürlich. Ja, aber das ist das Wichtigste. Warten Sie mal, was ist das Wichtige an der Sache? Er zeigt diese Details und zeigt damit, dass das ganze deutsche Volk sehr genau wusste, was mit den Juden geschieht. Die Sache mit den Vergasungen ist ein anderer Punkt. Aber was täglich gemacht wurde, immer neue Anordnungen, dann die Lebensmittelkarten, immer schrecklichere. Die Juden bekamen schon beinahe gar nichts mehr zu essen. Aber andererseits muss man sagen, Klemperer schreibt auch, dass er, wenn er den Ariern gesagt hat, das ist mir verboten, jenes ist mir verboten, ich darf nicht telefonieren, ich darf nicht ins Kino gehen, ich darf keine Rasierklingen kaufen, weil dieses sadistische, bürokratische Hirn in Berlin sich ausgedacht hat, Juden müssten sich den Bart wachsen lassen. Er sagt aber auch, dass die Arier immer erstaunt waren und es gar nicht gewusst haben. Ja, aber es ist eine der Qualitäten dieses Buches, dass es nicht ein Tagebuch ist, wo einer einfach erzählt, wie es ihm geht und was ihm zustößt und was er darüber denkt, sondern es ist ein Tagebuch, das darauf Wert legt, möglichst genau zu protokollieren, was die anderen sagen und was die anderen denken. Auch die Klatschgeschichten, die wunderbaren, die politischen Witze. Klatschgeschichten, es gibt diese Legenden, die sich in der Nazi-Zeit gebildet haben, da sagt ein überzeugter Nazi, als seine Frau in der Klinik liegt und ein Kind bekommt, man soll das Jesusbild entfernen, sie will nicht unter einem Juden das Kind zur Welt bringen. Ja. Und dann kommt das Kind zur Welt und ist blind und der Arzt sagt, du musst ihn jetzt nicht mehr sehen. Solche Legenden, die sich da wirklich in dieser Zeit auch noch gebildet haben, zeichnet er auf. Man muss vielleicht dazu sagen, dass Klemperer eines der epochemachenden Werke über das Dritte Reich geschrieben hat, die LTI, die jetzt wieder im Reklamverlag neu erschienen ist, die Lingua Tertii Imperii, eine wunderbare, genaue Analyse
der Barbarisierung der Sprachen und nicht nur der Sprachen, der Gesten. Das Buch beginnt ja wie ein Tambourmajor in seinen Gesten den Faschismus spielt, zeigt dann, wie die Nazis unaufklärerische Worte wie fanatisch zu positiven Worten umgewandelt hat. Fanatische Liebe. Ja. Aber eine Frage muss beantwortet werden. Warum konnte ein so grandioses Buch entstehen? Es konnte entstehen, weil in der Person von Klemperer verschiedene Faktoren und Elemente zusammenkamen. Erstens, hochbedeutend, dass es ein Philologe war. Mhm. Er hat den Blick des Philologen, der die bedeutender Romanist, er hat den Blick für die Sprache, für die Entwicklung, für die Details. Zweitens, er hat eine Eigenschaft, die sehr weit geht, die Geduld. Das ist ja unglaublich, welche Geduld dieser Mensch hat, immer wieder beinahe täglich Seiten voll zu schreiben mit allen möglichen Details. Er schreibt ja Dinge, bei denen wir uns ja denken, also was mit dem Herrn Seligsohn passiert ist mit Frau Sohnsohn. Manchmal glaubt man, das ist nicht wichtig, es ist alles wichtig, weil alles symptomatisch ist. Ist das wirklich Geduld? Ist das nicht Überlebenswillen? Es gibt Er schreibt ja einmal, indem ich dieses Tagebuch führe, obwohl das Tagebuch führen für ihn und für alle anderen, die da namentlich auftragen, wahnsinnig gefährlich war. Man hätte das nur entdecken müssen. Damit kommen wir zu einer ganz heiklen Geschichte. Aber ich sage nur, er schreibt, ich muss es machen, ich muss als Zeuge überleben. Aber da kommt spätestens hier kommt seine Frau ins Spiel. Das ist nicht nur seine Geduld und sein Überlebenswille, sondern es ist natürlich seine Frau. Erstens einmal, weil sie ihm schon von den äußeren rechtlichen Verhältnissen ihres Lebens rettet, weil sie sozusagen sogenannte Arierin ist, nicht? Und das Zweite ist, wenn man dieses Verhältnis betrachtet, am Anfang in den ersten Jahren, in den Vorkriegsjahren, ist der Viktor Klemperer auch in der Sprache eigentlich unglaublich verzweifelt. Und wo die Schikanen alle beginnen, er extrapoliert das, wo wird das alles enden, was wird letztlich in unseren Tod führen und so weiter. Und die Frau hat Schreikrämpfe. Die Frau ist sozusagen eine zusätzliche Belastung, weil sie nicht sich damit abfinden kann. Je weiter das fortschreitet, dann ändert sich das plötzlich. Die Sprache wird spröder, wird trockener. Es gibt immer noch Schlimmeres und dafür gibt es eigentlich nicht mehr die Worte, man kann es nur mehr detailgenau beschreiben. Und die Frau beginnt zu wachsen. Die Frau sozusagen wird immer stärker die Kraft, die dann letztlich auch die Tagebücher versteckt und ständig die Zettel zu dieser befreundeten Ärztin trägt. Aber hier ist der heikle Punkt. Er ist ein ganz weltfremder Mensch, dieser ein glänzender Beobachter seiner Umgebung und der Epoche, der Klemperer, und er ist sehr weltfremd. Weil er so weltfremd ist, hat er auch diese Geduld und die Kraft, so viel zu schreiben. Nur, es ist etwas unerhört Gefährliches, was er gemacht hat. Hätten nämlich die Gestapo die Manuskripte bei ihm gefunden, die wurden ja laufend einer befreundeten Ärztin Sichtüren gegeben, aber nicht täglich, einmal wöchentlich, sagen wir, und man hätte auch bei ihr das finden können, hätte er natürlich Hunderte von Menschen ins KZ getrieben. Natürlich, weil er die Namen genannt hat. Er hat ja immer auch die Namen von Nazis, wo er schreibt, der und der, ein SS-Führer, war zu mir sehr anständig, war eigentlich sehr nett. Auch solche Dinge stehen ja drin. Ja. Ja? Also es richtig, war schon sehr leichtsinnig. Es war einerseits ein Risiko, andererseits hat es ihn am Leben erhalten. Wir wissen ja ganz genau, dass er hat seinen Beruf verloren, es war ihm verboten, in Bibliotheken zu gehen, er konnte nicht mehr wissenschaftlich arbeiten. Eigentlich war das Tagebuch das Einzige, das er noch schreiben konnte. Ja. Und das hat ihn wohl auch am Leben erhalten, deswegen ist der Titel ja ganz gut genommen, will Zeugnis ablegen bis zum Letzten. Eins möchte ich noch sagen, dieses Buch hat auch, es soll nicht so ausschauen, als ob das nur ein Buch der Verzweiflung und des Überlebens wäre, es hat auch grässlich komische Seiten, besonders im ersten Teil, wo alle Juden sich schon zusammenpacken und in die Emigration gehen, bauen sich Klemperers ein Haus. Ja. Mehr noch. Mit Verschuldung. Sie haben kein Geld. Da sehen Sie, wie weltfremd er war. Mehr noch, er kauft ein Auto. Ja. Die Autogeschichte ist in ihrer Slapstick-Komik eigentlich, man denkt, macht das, er macht den Führerschein. Und dann durften Juden den Führerschein nicht mehr machen. Das Auto heißt Bock, weil es dauernd bockt und zwar in den unpassendsten Momenten den Geist auf. Juden dürften nicht auf den Straßen fahren, die deutsche Arbeiterfäuste erbaut haben. Autobahnen. Also solche grotesken... So, Freunde,
Thomas Mann, Tagebücher 3. Dürfen wir nicht noch ein bisschen schwärmen von diesem wirklichen, das ist ein Jahrhundertbuch. Ja, glaube ich. Dann werden wir ein Fort am Ende ganz streichen. Lieber nicht. Nein, lieber nicht. Also ich glaube, wir haben schon deutlich gesagt, es ist ein eminentes, ganz ungewöhnliches, wichtiges Buch. Also wir müssen zu Thomas Mann übergehen. Vermutlich das bedeutendste Buch, das wir zum nationalsozialistischen Alltagsleben haben. Ja. Zum Alltag, ja. Wenn Sie hinzufügen, zum Alltag bin ich einverstanden. Ja, niemand hat den Alltag so exakt, so präzis und mit dieser Leidenschaft gezeigt. Diese Mischung aus Geduld und Leidenschaft. Und mit der Objektivität. Ja, natürlich. Aber Freunde, Thomas Mann, Tagebücher, ganz kurze Einführung. Ganz kurze Einführung. Der letzte Band der Tagebücher von Thomas Mann von 1953 bis 1955, also bis zu seinem Tod, von dem Einzug in Kilchberg in Zürich. Abschluss der 10-bändigen Tagebuchreihe. Und ich möchte sagen, auch dies ein enorm und eminent wichtiges Werk. Im letzten Band steht im Vordergrund die Angst vor dem Alter, vor der Impotenz des Alters, vor der künstlerischen Impotenz. Rührende Passagen, wie er den Schiller-Vortrag schreibt und denkt, er kann ihn nicht schreiben, wie ihm seine Tochter. Im zweiten Band steht im Vordergrund nochmal das Buhlen, muss man sagen, um die Anerkennung Deutschlands, das ihm verfemt hat und von dem er doch Anerkennung will. Die Anerkennung findet er in dem falschen Teil Deutschlands, in der DDR. Und er laviert und versucht immer, dem Nationalpreis zu entgehen und den Polymerit zu bekommen. Also ergreifende politische Bemühungen, in Deutschland wieder heimisch zu werden. Schließlich die Krankheit, das Schlaflose, das Elend der Familie mit der Tochter, die schwer krank, schwer verstört ist, und die Kälte, mit der er das alles registriert. Und ich möchte zum Schluss sagen, die letzte Eintragung, die also sozusagen sein Ende vorausnimmt, diese letzte Eintragung macht deutlich, dass Thomas Mann die ganzen Tagebücher mit einer imponierenden Kälte, sich selbst in Distanz und allen anderen in Distanz gegenüberstehend geführt hat, dass dies wahrscheinlich zu seinen Werken mindestens so gehören wird wie seine großen Romane. Ich denke, dass es keine Tagebücher nur sind, sondern wichtige Teile des Werkes von Thomas Mann. Also sie sind natürlich zum Teil eine qualvolle Lektüre, das muss man wohl auch sagen. Denn Thomas Mann erspart uns wirklich, Entschuldigung, kein Abführmittel, das er genommen hat und keine Wirkung, die dieses Abführmittel gezeitigt oder nicht gezeitigt hat. Alles das wird uns mitgeteilt. Also der Narzissmus dieses Mannes ist natürlich auch nicht ziemlich exorbitant. Gleichwohl würde ich sagen, das, was mich eigentlich dafür eingenommen hat und was mich auch ziemlich gerührt und ergriffen hat, war die unglaubliche Diskrepanz zwischen einem strahlend erfolgreichen, ja unvergleichlich erfolgreichen Schriftstellerleben, ja geradezu ein Schriftstellerfürstenleben, das Thomas Mann geführt hat, und seinem privaten Elend. Das klafft in einer Weise auseinander, je mehr die Ehrungen rund um seinen 80. Geburtstag zunehmen, wo wirklich er ist ein Weltschriftsteller. Er wird geehrt von vom überall. Papst empfangen. Die Welt liegt ihm zu, huldigt ihm. Alles nicht wahr. Er wird vom Papst empfangen, er wurde vorher schon von Roosevelt empfangen, er bekommt Preise, Ehrendoktorate, alles kriegt er, aber eins kriegt er nicht. Das, worauf es ankommt. Er will, dass Deutschland ihn bittet, zurückzukehren nach Deutschland. Ja, das hat ihm Adenauer Deutschland nicht gewährt. Nicht. Aber das Interessante ist doch wirklich, dass das persönliche, private Elend, das er uns von Tag zu Tag wirklich penibel dokumentiert. Zum Elend kommt die Unsicherheit. Er wird ja durch die kleinste Kritik verstört. Noch der Nobelpreisträger, wenn irgendwo Herr Jesrich schreibt, dass der Felix Krull nicht ganz gelungen ist. Ja, schon hat er Migräne. Schon wird er völlig verzweifelt in seinem Selbstgefühl. So war er immer. Und er war nicht so
weil er war nicht so furchtbar empfindlich, weil er Schriftsteller war, sondern umgekehrt, weil er diese ungeheure Empfindlichkeit hatte, ist er ein großer Schriftsteller geworden. Ja, sicher. Das geht nicht, das kann man ihm nicht verübeln. Nein, so waren wir schildern. Auch seine Eitelkeit war exorbitant, gestern das muss man auch mal sagen. Vor 3 Tagen hat mich ein alter Freund angerufen, seinen Namen will ich nicht nennen. Der rief mich an und sagte, was Sie da irgendwo geschrieben haben, das stimmt gar nicht. Man wollte ihn nach Deutschland haben. Hat nicht lange gedauert und er hat gesagt, ich, damals ein Student, wollte, dass er nach Deutschland zurückkehrt. Ja, 100 Studenten haben es vielleicht gewollt und noch 2000 Leute. Und er sagte ganz falsch. Es gab ja keine Institutionen, die ihn hätten rufen können. Ach, Lübeck, ja, Lübeck hat ihn zum Ehrenbürger gemacht, ja, sowas ja 45, auch nicht. Aber die Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt gab es. Die hätte ihn rufen sollen. Der Bundespräsident hätte ihn auch heute. Fuhr le Merit hat er, ist er nicht berufen worden. Ja, also lange nicht. Also, er hat wahnsinnig an Deutschland gelitten, bis zum letzten Augenblick. Das ist das eine. Jetzt das andere. Hier gibt es eine etwas unaufrichtige Geschichte mit den Tagebüchern. Wieder kann ich den Namen nicht nennen, aber ein bekannter Schriftsteller, der ein Gegner von Thomas Mann immer war, sagte mir, jetzt hat er sich als großer Schriftsteller erwiesen. Die Tagebücher, das ist das Meisterwerk. Die Romane, nein, nein, das ist nicht so wichtig. Die Tagebücher sind das Hauptwerk, das ist Blödsinn. Die Romane sind nach wie vor die Hauptwerke, Buddenbrooks Zauberberg, Lotte in Weimar, Faustus und so weiter. Die Romane bedürfen nicht der Ergänzung durch die Tagebücher. Umgekehrt, die Tagebücher sind für uns so interessant und wichtig, weil der, der sie geschrieben hat, einer der größten deutschen Schriftsteller in der Geschichte Deutschlands überhaupt ist. Das ist das Außerordentliche. Was wir noch bedenken müssen, er bringt etwas Ungeheures fertig. In einem Essay von ihm, ganz spät geschrieben, über Kleist, der drittletzte, das letzte war über Schiller, davor über Tschechow und davor über Kleist, schreibt er die Kunst des Erzählens, und Thomas Mann hatte den Mut, solche Sätze zu schreiben, imponiert mir sehr, besteht darin, das, was langweilig ist und der Sache nach vollkommen langweilig ist, so zu schreiben, dass er sich selber. Es ist ja ungeheuerlich, was er uns über den Alltag schreibt, und man kann sich davon nicht losreißen. Ich jedenfalls konnte mich von diesen Details seines Lebens nicht losreißen. Jetzt sagen Ach, ich Sie... Ich muss nicht jeden Tag wissen, dass er Kaviar und Gänseleber genommen hat. Doch. Und Tee. Ja, halt. Wenn mir, er sagt, er ist bei Fritzi Massari, es gibt Champagner. Das ist der kleine Bürger aus Lübeck. Sein ganzes Leben lang Fracktoilette und Champagner. Das ist noch aus Lübeck geblieben. Ja, aber diese Ritualisierungen sind mir klar. Mir hat er leid getan, als er einmal in der Theaterpause keinen Kaffee bekam. Ja. Aber zum Glück hat er nach dem Theater daheim wieder die Schokolade gehabt. Ja, es ist so... Man wird in diese Lektüre tatsächlich, mir ist es so gegangen, hineingezogen und man verwendet dann diesen umfassenden wissenschaftlichen Apparat, der hinten angehängt ist, um sich noch detaillierter zu orientieren. Man will das, was hier angesprochen ist, er vermerkt ja jeden Brief, den er geschrieben hat, viele Briefe, die er bekommen hat, er vermerkt viele Gespräche und vor allem vermerkt... Wollen Sie auch noch wissen, ob es da Darjeeling-Tee war? Ja. Und man blättert da immer nach, das macht die Sache etwas mühsam. Aber wenn man dann einmal vertraut ist mit dem Inventar und mit den Personen, die um ihn herum sind, dann ist es ein merkwürdiges Mitfühlen mit den letzten Jahren eines Menschen, der eigentlich mit Einsätzen dieser Tagebücher schon weiß, dass er ein bald sterbender Mensch ist. Und dass das, was ihm zugemutet wird, nämlich dass er der größte deutsche Dichter ist, von dem man erwarten kann, dass er große Literatur schreibt, dass er das nicht mehr ist. Er weiß, dass er der größte deutsche Dichter war und dass er diesen Ruhm aufrechterhalten muss. Und nun schreibt er eine Geschichte, die Betrogene. Und er liest diese Geschichte abends vor. Er liest sie seiner Frau Katja vor und er liest sie der Tochter Erika vor. Und es ist, die Tochter Erika nimmt sich dieser Geschichte an und sagt ihm, ja, und es,
es ist im Apparat sind die Stellen, die dann rausgestrichen wurden. Das muss man nachlesen. Ja. Die sind zitiert. Und sie sagt, das Frauenbild, das du hier verbreitest, das kannst du nicht machen. Das liegt sozusagen unter deinem Niveau. Das ist zu klischeehaft. Großer Schwachsinn, Blödsinn, was die Erika von ihm gewollt hat. Leider hat sie ihn überredet, diese Stellen zu streichen. Meine ich? Nein. Das sind unmögliche Stellen. Nein. Da kommen wir zu dem Punkt, den Frau Löffler berührt hat. Frau Löffler sagte, ich kann Sie sehr gut verstehen, aber ich sehe es anders. Nämlich täglich Abführmittel und alle diese Peinlichkeiten, alle diese Details, das war sein Programm, Frau. Er hat gesagt, alles wird aufgeschrieben. Ja. Es gibt nichts Schamhaftes. Ich meine, er schreibt auf, ich meine, er hat den Mut zum Beispiel. Er schreibt zum Beispiel auf, die Nachbarin kommt und telefoniert bei ihm. Und es kostet wahrscheinlich 10 Franken und sie gibt ihm nur 2. Auch das vermerkt er ziemlich angemistet. Sagt, wahrscheinlich sind wir um 57 betrogen worden bei einem Telefonat. Aber ich denke, deshalb habe ich vorgesagt, es gehört zum Werk. Wenn man an solche Romane wie Lotte in Weimar denkt, genau dieses Programm hat er auf seine Figuren auch angewandt, das er mit sich selber vorführt. Er hat gesagt, wie das Alter kläglich macht, wie der Kopf zu wackeln beginnt. Er hat in der Betrogenen etwas Ähnliches beschrieben und er geht mit sich um wie mit einer Thomas-Mann-Figur. Und zwar genau, was Reich-Ranicki eben sagte, natürlich ist er der hochgekommene Pachulke, der sagt, ich Kaviar wieder. Was der zusammenmischt, dieses Essen. Das ist so grässlich. Ja. Diese zum Frühstück Kaviar, Gänseleber, Marmelade, es wird einem schon beim Lesen schlecht. Ja, das Entlarvendste ist, wie er am Genfersee einmal zu Gast ist bei den Chaplains und sagt, ich genieße den Luxus. Also da macht er sich selber tatsächlich zu dem Lübecker Bürger, der er ist. Ja, aber so beschreibt er sich eben auch. Er wusste, was er tut, wenn er jedes Detail über sich selber notierte und das Allerwichtigste dabei, ohne Lärmoyanz. Er bemitleidet sich nicht. Er sagt, er sitzt vor einem leeren Blatt Papier, er kann nicht schreiben. Ja, aber die Tagebücher waren nicht dafür intendiert, sofort veröffentlicht zu werden. Von einem bestimmten Augenblick an waren sie für die Veröffentlichung bestimmt. Aber nach 20 Jahre. Sie geben aber etwas Auskunft, was sonst im Werk nicht so nachvollziehbar wäre, nämlich sein gespaltenes Verhältnis zu Amerika. Er beobachtet Amerika in der Zeit des Kalten Krieges, die McCarthy-Ära, und hat ein ungemein kritisches Verhältnis. Also das Hauptkritikland sind die Vereinigten Staaten. Gleichzeitig hat er eine Sehnsucht nach seinem Haus in Los Angeles. Nicht? Er ist sozusagen. Ja, aber das stimmt eben nicht. Er sehnt sich nach diesem Haus in Pacific Palisades und sagt, da war es besser in Erlenbach, schlecht. Bevor er nach Kirchberg kam, war er in Erlenbach. Er sehnt sich nur nach der Zeit, da er 10 Jahre jünger war. Ach, er sehnt sich auch nach dem besseren Klima. Das sagt er auch. Was man ihm nachfühlen kann. Im Übrigen, dieser Anti-Amerikanismus ist natürlich, ich übertreibe jetzt, ist Ohrenbläserei der Tochter. Die Tochter hat ihn auf dieses anti-amerikanische Programm richtig draufgesetzt. Also ich denke, dass er den McCarthy verabscheut hat. Ja, hat er auch recht gehabt. Hängt mit ihm selbst auch zusammen. Es gibt eine Abendgesellschaft, wo die Tochter tatsächlich ausfällig wird gegen Amerika und wo er sie sozusagen zurückhält und auch nochmal ein Gespräch mit ihr drüber hat. Also er weiß schon, wie er die Tochter einzuschätzen hat. Ich glaube schon, dass das seine Gesinnung ist. Es ist aber eine Merkwürdigkeit dabei. Er kriegt eine Anfrage von der New York Times, ob er nicht dazu etwas sagen will. Ein Interview, wo er sozusagen sein Verhältnis zu McCarthy. Und das lehnt er ab. Er hat eine unglaubliche Angst, überhaupt noch in sich sozusagen politischen Auseinandersetzungen zu stellen. Er will das alles nicht mehr. Er will sozusagen das abgerundet haben, ein abgerundetes Leben haben und nicht in neue Streitereien, nicht neue Feinde schaffen. Die Schweiz. Er war ja sehr glücklich allmählich in der Schweiz und wollte nicht das Verhältnis der Schweiz zu McCarthy und zu Amerika beanstanden. Er hat sich da nicht einmischen wollen. Das hat er hingenommen. Im Übrigen hat Habrecht hat ja in seiner so umstrittenen Biografie nicht ganz Unrecht, wenn er für diese Jahre anführt, er hat um der Schmeicheleien
aus Ost-Berlin-Willen da auch fünf oft gerade sein lassen, obwohl er es besser wusste. Buchenwald zum Beispiel. Ja, wer frei von Schuld und Fehler. Nein, ich erwähne es nur, um das Bild vollständig zu machen. Ja. Das gehört alles zu den Erfahrungen dieser Tage. Das ist die Last, wenn man sozusagen eine Weltinstanz ist. Dann kann man unheimlich leicht einen falschen Schritt tun. Aber man muss, jetzt muss ich auch ein gutes Wort für die Erika einlegen. Die Erika, die natürlich auch einen feinen politischen Verstand gehabt hat, obwohl sie eine große Polemikerin und Hasserin auch gewesen ist. Die Erika hat ihn vor manchem politischen Fehltritt bewahrt. Und außerdem wäre die Schiller-Rede, so wie sie da ist, das wohl nicht wohl da. Die Erika, das hat sie wohl redigiert. Da hat Erika viel daran getan und da wollen wir froh sein. Aber jetzt noch ein Punkt, den ihr hier vergesst. Erstens, wir dürfen nie vergessen, wie prüde die 50er Jahre und die davorgehenden noch waren. Erstens, dass er den Mut hatte, seine Homoerotik immer wieder in diesen letzten Bänden, auch in dem allerletzten, zu zeigen, darüber sich zu äußern, ist schon sehr wichtig. Und noch etwas, man bedenke diese Verlogenheit und Heuchelei, nicht nur in Deutschland. Die Betrogene, schrecklich, eine Erzählung, in der von der Menstruation die Rede ist. Ja. Ein Phänomen, das die Hälfte der Menschheit betrifft. Ja, pardon, es ist aber Krebs, ne? Ja, ja, sie denkt, sie hält aber es für... Aber sie hält es doch für die Menstruation und sie ist wieder jung und dergleichen. Und das hat man ihm verübelt, dass er solche Sachen schreibt. Was war das für ein Publikum und wie klar hat er es gesehen? Übrigens, die Kritik über die deutsche Kritik über die... Betrogen enthielt auch viele Dummheiten. Wie schön hat er die Rolle des Felix Krull gesehen. Er hat schon gemerkt, der Felix Krull ist nicht sein bestes Werk. Ja. Er hat den Abstieg deutlich gemerkt. Ja, zu seiner Beschämung war es eines seiner erfolgreichsten Bücher. Er hat innerhalb von 3 Monaten 80.000 Stück verkauft. Das hat ihn einerseits gefreut, andererseits unendlich beschämt. Ja, also eins wissen wir. Wenn die Leute nicht wissen, was sie zu Weihnachten verschenken sollen, dann sagen wir Klemperes Tagebücher, Thomas Manns Tagebücher. Das aber wir sagen nicht Felix Krull. Nein, Tagebücher habe ich gesagt, nicht Felix Krull. So, und jetzt kommen wir zum Roman von Richard Falk, der Unabhängigkeitstag. Frau Löffler. Ja, dieser Roman hat ein heimliches Motto. Das, was man im Leben verpasst, ist das Leben. Der Roman ist eigentlich eine Vater-Sohn-Geschichte, es ist viele andere Geschichten auch, aber zunächst mal eine Vater-Sohn-Geschichte, spielt im Jahr 1988, also gerade in dem Jahr, wo die Reagan-Ära endet und die Bush-Ära beginnt. Der Hauptheld, es sind zwei Hauptheld, aber der Hauptheld ist ein Immobilienmakler in New England. Er ist sozusagen das Mittelste an Mittelamerika, was man sich nur vorstellen kann. Das ganze Buch ist eigentlich Unabhängigkeitstag, so eine Art Mittelstandssaga. Dieser Mann ist mittleren Alters, er hat ein mittleres Einkommen, seine Überzeugungen sind auch mittel und er ist auch in einer Art Midlife-Crisis wohl. Das ist aber wichtig. Der ist nämlich eine archetypische, geradezu eine mythische Figur, Mr. Middle America. Und dieser Mann, geschieden ist er natürlich auch, muss für ein verlängertes Unabhängigkeitswochenende sich seines Sohnes annehmen, eines 15-jährigen schwierigen Jungen, der schon ein bisschen mit dem Gesetz in Konflikt gekommen ist. Und er soll ihn an diesem Wochenende auf den richtigen amerikanischen Weg bringen. Wie tut er das? Er hat da sich eine Therapie ausgedacht, mit Nationalgefühl, mit Sportsgeist, mit Männlichkeitsritualen. Er rüstet sich also aus mit einem Buch, einem Ethikbuch. Er rüstet sich aus mit seinem Auto und er fährt mit diesem Jungen eigentlich 3 Tage lang durch Amerika auf der Suche nach den Ruhmeshallen des Sports. Diese Sache muss schiefgehen und das ist die Ironie dahinter, denn der Junge ist zutiefst unsportlich. Er kann ihn also auf diese Weise ganz bestimmt nicht ertüchtigen. Das Ganze endet mit einem ziemlichen Desaster, mit einem Unfall, der vielleicht gar kein so richtiger Unfall ist. Also auf der einen Ebene ist es eine Vater-Sohn-Geschichte. Ich glaube, es ist viel mehr als das. Es ist sozusagen eine Abrechnung, heimliche Abrechnung mit dem Tugendkatalog Amerikas in den 80er Jahren. Es ist ein großes Panorama der amerikanischen Verunsicherungen mit ihrem eigenen Wertsystem, ob die Dinge überhaupt noch halten. Und insofern ist diese Figur des Frank Bascom, würde ich sagen, eine mythische Figur, geradezu von Updike'schen Ausmaßen. Herr Haslinger, sind Sie damit einverstanden? Ja, so kann,
Absolut. Das Problem ist, dieses Buch ist eigentlich, obwohl es beschreibt eigentlich 4 Tage im Leben dieses Frank Bascom, geschrieben in der Gegenwart, was sehr wichtig ist, also, weil man sozusagen die Unmittelbarkeit dieser Reflexionen miterleben kann. Und diese Reflexionen wären eigentlich im Deutschen unglaubwürdig. Man würde einem Grundstücksmakler nicht zutrauen, so über die Welt zu reflektieren, wie er es macht. Aber es ist eben ein amerikanisches Buch und dort spielt die Mobilität, auch die soziale Mobilität, eine große Rolle. Und der Mann war, und das Dichter, ist in Amerika, der war Schriftsteller. Durchaus glaubwürdig, der war vorher Schriftsteller, später wurde er Gott sei geklagt, was für ein Schriftsteller, war Sportreporter. Nein, er war Schriftsteller. Er hat ein Erfolgsbuch mit Kurzgeschichten. Ja, Erfolgsbücher in Amerika gibt es allerlei. Später wurde er Sportreporter und da gibt es einen Vorgängerroman, wo dieser Frank Bascom schon im Mittelpunkt steht, ein Vorgängerroman von Richard Ford. Der Sportreporter. Und nun hat er über ein paar kleinere andere Stationen, unter anderem hat er verschiedene noch versucht zu lernen, im Baugewerbe und so weiter, hat er ihn zum Grundstücksmakler gemacht. Und was, er verkauft Häuser, er besucht seine Geliebte, er besucht seine Frau, holt seinen Sohn ab, fährt mit ihm fort, es gibt einen Unfall und dann ist das Buch aus. Das ist die Handlung, mehr oder weniger kurz erzählt und doch sind es 700 Seiten etwa. Und was das alles ausmacht, das ist eine Art von Alltagsphilosophie. Die Frage, die im Hintergrund steht, ist, und das ist nicht zufällig, darum heißt es auch nicht zufällig Unabhängigkeitstag, weil Unabhängigkeitstag ja nicht nur die Unabhängigkeit der Nation meint, sondern Unabhängigkeit meint in Amerika zunächst einmal die persönliche Unabhängigkeit. Und es gibt ja, es gab sogar einen Film mit dem Titel Unabhängigkeitstag und vor allem gibt es das große Lied von Bruce Springsteen, Independence Day. Und damit hat es sehr viel zu tun, sozusagen die Unabhängigkeit. Herr Hasinger, darf ich Ihnen eine Frage stellen? Ja. Ich habe einen Verdacht, aber bitte nehmen Sie es mir nicht übel. Ich habe den Verdacht, dass Ihnen dieses Buch nicht sehr gefallen hat, aber Sie möchten es nicht so deutlich sagen. Nein, das stimmt nicht. Ja. Das stimmt nicht. Dieses Buch hat, ich fand es manchmal etwas zu weit ausgebreitet, zu langweilig fast. Eben das interessiert mich. Ich habe 2 riesige Kritiken gelesen in der Zeit und in der Süddeutschen Zeitung. Enthusiastische. In beiden Kritiken stand der ein und derselbe Satz, nämlich nicht eine Zeile ist hier zu viel. Na? Das konnte ich nicht. Nein, das konnte nicht. Nicht eine Zeile, aber vielleicht 100 Seiten. Naja, also Entschuldigung, darf ich dazu was sagen? Ich habe natürlich das Gefühl gehabt, hört dieser erste Hausverkauf nicht aus mit diesem ersten Paar. Das ist sicher sehr quälend und wenn man aber darüber hinwegkommt, dann kommt man darauf, dass das Buch einem danach nicht mehr loslässt. Mit der Reise, mit dem Sohn, mit der Geliebten, die sozusagen eine Trennungsgeschichte, die keine ist, mit der nächsten Ehe seiner Frau. Und mir ist aufgefallen, das Buch ist etwas, Sie haben es mit Unabhängigkeitstag gesagt, ich denke, es ist ein Buch, das sich auch mit dem Glücksversprechen der amerikanischen Verfassung auseinandersetzt. Mhm. Und ein Mann möchte nochmal, also sagen, die Verfassung hat uns das versprochen und wir kommen auch aus einer glücklichen Ära, in der konnte man noch Häuser vermakeln, in denen konnte man noch Ehen führen, in denen konnte man noch nach Europa reisen, Berufe haben. Und es ist ein Amerika, das an dem Punkt geschildert wird, wo es zwischen der Reagan- und Bush-Ära auf einmal das Gefühl des eigenen Strandens auf allen Gebieten hat. Diese Maklergeschäfte gehen nicht mehr. Er hat seine Häuser falsch verkauft. Er hat sie in ein Viertel verkauft, wo er nie Miete bekommen wird. Er kann seinen Sohn nicht mehr erziehen. Er kann ihn nicht dadurch erziehen, dass er ihn in die Ruhmeshalle des Basketballspiels schleppt. Er kann seine Frau, die sozusagen einen Architekten geheiratet hat, da wird auch deutlich, dass es klappt nichts mehr in diesem Amerika. Die Kneipe, die er aufmacht, funktioniert nicht mehr. Der Kneipier ruft ihn immer an und sagt, ich werde überfallen werden wahrscheinlich. Und es werden Leute umgebracht in dieser Idylle. Also es ist eigentlich eine ziemlich genaue Bestandsaufnahme in der Nachfolge von Updike in einem ganz veränderten Klima.
Ja, es ist, ja, darf ich da warum? Ich glaube, alle Werte, alle Tugenden werden in ihr Gegenteil verkehrt. Ja. Also das, was der Herr Haslinger die Unabhängigkeit genannt hat, ist natürlich in Wahrheit, so wie er es dann darstellt, auch die totale Bindungslosigkeit. Ja. Diese Nomaden, die hier unglückliche Nomaden, die über das Land hinwegziehen. Die Zentralmetapher ist die Immobilie. Jeder sucht eine Immobilie, um zu bleiben. Gleichzeitig aber wird verherrlicht die Mobilität, dass ununterbrochen herumgefahren wird, die Rastlosigkeit, mit dem herumgefahren wird. Und in dieser Doppeldeutigkeit, glaube ich, ist der Roman angesiedelt. Es gibt eine sehr schöne Stelle in diesem Roman, wo sich die Frage stellt, ist denn das alles? Soll das das ganze Leben sein? Ich habe das Gefühl, auf der Veranda. Diese ganze Reflexion, das alles, was gesagt wird, ist in Wirklichkeit nur eine Rechtfertigung dessen, was ist. Ja, man will verhindern, mit allen Mitteln verhindern, unglücklich zu sein und schustert sich die richtige Philosophie dazu und das Glückstreben. Und da gibt es, er besucht das Haus seiner Geliebten, sie ist noch nicht da, er legt sich ins Gästezimmer und da liegt ein Buch, Alexis de Tocqueville, Democracy in America. Der Klassiker über die amerikanische Demokratie. Er schlägt das Buch auf und in diesem Buch ist davon die Rede, dass also das Glückstreben nicht nur ein persönliches Glückstreben sein soll, sondern auch auf eine gesellschaftliche Wohlfahrt, auf ein gesellschaftliches Glück abzielt. Aber das ist für ihn nichts mehr als eine Schlaflektüre, sozusagen über diesem Satz schläft er ein. Ja, ich glaube, wir haben es hier unzweifelhaft mit dem Werk eines wichtigen Schriftstellers zu tun. Wir wollen mal sagen, der Herr ist über 50, hat mehrere Bücher schon veröffentlicht, die auch deutsch erschienen sind, ist ein bekannter Autor, dem die Werbung des Verlags wahrscheinlich ein Unrecht angetan hat. Nämlich, er sei der Updike der neuen Generation. Er ist ungefähr 20 Jahre jünger als Updike. Der Vergleich, dieser Ford und Updike, zeigt uns die Schwäche von Ford. Er ist ein glänzender Schilderer. Er kann sehr gut sehr vieles beschreiben. Er hat einzelne Szenen mit viel Atmosphäre. Es ist überhaupt ein hochbeachtliches Buch. Nur, es hat keinerlei, Verzeihung, bitte nicht brüllen, andere mögen es anders sehen, nicht die geringsten poetischen Valeurs, nicht die geringsten. Ach, dieses Buch ist so kunstvoll erzählt. Ja, es ist kunstvoll erzählt, aber es hat nicht... Warum sollen wir nicht schreien? Das können wir doch als Urteil einfach nicht stehen lassen. Das selbstverständlich können wir das stehen lassen. Es ist ganz nicht poetisch. Sehe ich ein Problem. Es gibt ein Übersetzungsproblem. Ja, ich habe mir das englische Original angeschaut und habe es auf Filterinnen gelesen. Ja. Es gibt ein echtes Übersetzungsproblem. Das ist besser, es ist in Englisch besser. Es stellt sich nämlich heraus, erstens ist es ein Alltagsidiom, aber zweitens ist es nicht einfach ein Alltagsidiom, sondern es ist doch ungemein mit ungemein gewählten Ausdrücken geschrieben. Es ist sehr poetisch in Wirklichkeit auch. Und das kommt in Deutsch nicht rüber. Und vor allem gibt es da mehrere Probleme. Ja. Ich sehe auch nicht ein, wenn ein Buch in Amerika spielt, warum man Meilen in Kilometer übersetzt. Und zwar genau nachträglich. Da haben Sie ja noch eine Kleinigkeit. Finden Sie nicht, dass die Kurzgeschichten von Updike doch meist einen zweiten Boden, doppelten Boden haben? Da wird etwas erzählt, aber er meint mehr. Und es wird evoziert. Genau das passiert. Ja, das wird hier ganz primitiv. Das ist eines der besten Bücher des vergangenen Jahres. Ja, ich bin isoliert. Ich repräsentiere eine Minderheit. Die Kritiker sind alle begeistert von dem Buch. Aber es hat auch die Minderheit das Recht, ihre Ansicht schüchtern zu akzentuieren. Als Minderheitsmeinung. Mich hat das Buch nicht hingerissen. Jedoch. Wir sind damit fertig, aber nicht mit unserer Sendung. Jetzt naht Weihnachten. 4 Buchempfehlungen am Ende unserer Sendung. Wir beginnen in alphabetischer Reihenfolge. Herr Haslinger, was empfehlen Sie und warum? Ja, es gibt so Weihnachten, ist so die Zeit, wo man ganz merkwürdig auf Moral und so weiter getrimmt wird und wo es um hohe Werte geht und so weiter. Und das ist aber auch die Zeit, wo man dann Lust kriegt, einmal ein unverschämtes Buch zu lesen, das sozusagen die niederen Werte pflegt. Und da habe ich einen guten Vorschlag, ein witziges Buch, ein brillantes Buch, ein intelligentes Buch, ein bisschen vergleichbar in der Art des monomanischen Wortschwalls, vergleichbar ein bisschen mit Thomas Bernhard, auch in der Versuchsanordnung, wie dieser Wortschwall rauskommt. Aber es kommt von einer Frau. Eine Frau, das schadet doch nicht. Es kommt von einer Frau, also. Es ist das Buch von Lilian Faschinger, Magdalena Sünderin. Herr Karasek.
Ich würde gerne empfehlen von Hans-Gerd Koch, Als Kafka mir entgegenkam. Das ist eine wunderbare Versammlung von Erinnerungen von Schulfreunden, Geliebten, Dienstmädchen, die Kafka erlebt haben und die nicht alle wussten, dass er eines Tages Kafka wird, die nur aufgeschrieben haben, wie er im normalen Leben war. Und es tritt einem ein wunderbar rücksichtsvoller, witziger und angenehmer Mensch noch einmal entgegen. Und ich finde das eine schöne Abrundung, eine Geschichte, die gleichzeitig zeigt, wie man in Prag zur Kafka-Zeit gelebt hat. Frau Löffler. Ein kleiner Verlag in Lüneburg hat ein unglaublich großes und wichtiges Projekt angegangen. Er bringt das Lebenswerk von Soma Morgenstern heraus. Soma Morgenstern, kaum bekannt, vergessen ist. Schon voriges Jahr kamen seine Erinnerungen an Josef Roth heraus. Jetzt kamen seine Erinnerungen an die galizische Kindheit heraus. Und vor allem ein Buch, das heißt Alban Berg und seine Idole. Ein wunderbares Buch der Freundschaft und des Gedenkens an den Komponisten Alban Berg. Ja, und ich gehe den ganz sicheren Weg, primitiv und simpel. Ich empfehle einen der größten Romane, die je in der Geschichte der Menschheit geschrieben wurde. Das Allergrößte gehört zum Gipfel der Weltliteratur. Ich empfehle den Roman Der Idiot von Dostojewski in neuer Übersetzung von Svetlana Geier, jetzt gerade erschienen. Wer den Roman nicht kennt, der soll nicht sagen, dass er eine Ahnung von Weltliteratur hat. Und ansonsten sehen wir betroffen den Vorhang zu und alle Fragen offen.